Herzlich willkommen zu Musikurgeschichte Nummer 7. Jetzt haben Sie gesehen, was hinter diesen Wintergatternmaschinen steht, nämlich auch Idiophone. Wir kommen heute zu den interessantesten von den Idiophonen und werden damit auch diese Gruppe abschließen: Zupfidiophone, aber zuvor noch eine ganze Reihe anderer durch Gegenschlag klingender Idiophone. Wie gewohnt, ein paar Folien zur Wiederholung. In der letzten Stunde hatte ich Ihnen gezeigt dass wir es hier in der alten welt zu tun haben mit einer ganzen reihe von gegenschlagidiophonen zum teil klanghölzer die wir aus dem alten orient kennen. Ähm, hier oben sehen sie das sowohl in bildlicher darstellung als auch in realen funden. dann gibt es vor allen dingen aus der spätbronzezeit in europa und frühen eisenzeit eine ganze reihe von klapperblechen sogenannte tintinabulen hier oben ein beispiel und in diese gruppe gehören dann auch große prunkfibeln die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine ganze Reihe hier von ähm, ja, kleinen Ketten enthalten, dann mit solchen ausgewalzten oder ausgehämmerten Blechen am Ende, die dann ein ganz filigranes Klimpern hören lassen. Dann eine weitere Gruppe von diesen Gegenschlagidiophonen sind diese sogenannten Sistren, die vor allen Dingen im altägyptischen ISIS-Kult eine Rolle spielen und dann über diese Übernahme der orientalischen Kulte ins römische Reich. Auch hier nach Rom kommen hier die berühmte, das berühmte Sistrum aus Pompeji, was wir auch am Klangbeispiel gehört haben. Und dann die große Gruppe der Becken, die klingen, also verschiedene Metallbleche, die man zusammenschlägt. Einmal hier eine Darstellung einer Tänzerin aus der klassischen Antike. Und dann hier das berühmte Grab von Kivik aus der Periode 3 der nordischen Bronzezeit, wo wir so eine Ritualhandlung sehen. Lurenbläser, auf die ich noch zu sprechen kommen werde in einer der nächsten Vorlesungen und aber auch hier Gongschläger. Das Ganze steht in einem Zusammenhang mit so einem Ritual, was hier vollzogen wird, unten wahrscheinlich Opferhandlungen. Dann gehören dazu auch die große Gruppe der Glocken. Wir haben viele Glocken aus Europa hier, vor allen Dingen aus dem Bereich Griechenland, Sparta, das Athener heiligtum wo wir auch etwas erfahren über die Aufführungspraxis. Also die spielen hier eine Rolle. Im Athena-Kult sind dort geweiht worden, verfügen teilweise über Inschriften und auch Imitationen von diesen Glocken finden sich immer wieder. Hier Beispiele von solchen bemalten Stücken aus ähm, Keramik. Dann äh, hatte ich übergeschwenkt ins alte China. Und Ihnen hier ein Grabmal gezeigt, wo wir ein ganzes Glockenspiel gefunden haben. Glocken in abgestuften Größen, die ähm, gehängt waren. Über diese Zierzonen lässt sich auch klar bestimmen, dass die hier unten angeschlagen wurden. Eine klassische chinesische Pentatonik äh, lässt sich darüber aufbauen. Also wir erfahren auch einiges über diese Glockenspiele, ähm, über die Tonalität, über das Tonsystem der äh, alten Chinesen. Und äh, dann im nördlichen Eurasischen Korridor begingen uns dann Glocken bis nach Europa. Hier äh, bei den Sküten und das ist ein Thema, was ich heute abschließen möchte, denn es gibt nicht nur Glocken bei den Sküten, sondern vor allen Dingen auch eine ganze Vielzahl von verschiedenen kleinen Schellen, die wir uns dann später anschauen werden. Im Prinzip habe ich abgehandelt in der ersten Stunde zu den Idiophonen, die normalen Schlagidiophone. Dann in der letzten Stunde ging es um die Gegenschlagidiophone und äh, die Schraber hatten wir behandelt äh, und wir hatten jetzt ähm, ja im Prinzip hier schon uns ganz gut vorgearbeitet. Übrig bleiben jetzt die Schüttelidiophone und die Zupfidiophone. Die Vorlesung gliedert sich heute so, dass ich anfangen werde mit den Schüttelidiophonen, werde davon insbesondere die Gefäßrasseln und die Schellen behandeln und dann geht es über zu den Zupfidiophonen, von denen ich die Lamellophone behandeln werde und abschließend die Maultrommeln. Los geht's! Schüttelidiophone gibt es weltweit, und das Traurige ist, die sind meistens aus organischen Materialien gefertigt, sodass sie sich im archäologischen Befund im Prinzip gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht erhalten. Wir haben hier Beispiele aus verschiedenen Weltregionen. Wir sehen hier aus Benin, also im Prinzip Afrika südlich der Sahara, so einen Flaschenkürbis, der nun umspannt ist hier mit seinem Netz, und da sieht man so kleine Schlangenwirbel, also tatsächlich von diesen. Ähm, Reptilien hier und das Ding kann man dann so spielen, indem man das äh, entweder so rhythmisch schwenkt oder einfach nur dreht. Und dann hier andere Beispiele äh, von solchen Rasseln aus verschiedenen Weltgegenden. Ähm, hier auch so kleine Fruchtkapseln getrocknet, wo dann manchmal nur die Samen da drin äh, rasseln oder irgendwelche anderen Gegenstände eingebracht wurden. Und das kennen Sie alle hier auch aus dem Aufschen-Instrumentarium, solche kleinen geflochtenen Säckchen, in denen dann sich so Murmeln befinden, die man dann zum Klingen bringen kann. Die Beispiele oben sind aus Südamerika, dann hier einiges aus Afrika, vor allem Südafrika und hier unten diese geflochtenen Geschichten sind aus dem Kongo-Gebiet und aus Sair im Prinzip die einfachste Art ein Schüttelidiophon herzustellen bietet die Natur, also wir haben immer wieder diese gefrochenen Fruchtkapseln, die man natürlich schwenken kann, aber es gibt auch aus dem Bereich der äh, Zoologie äh, bei den äh, Tieren finden wir immer wieder so etwas äh, und zwar ein Klassiker ist im Prinzip der Schildkrötenpanzer. Wir sehen mal hier, wie so eine Schildkröte äh, aufgebaut ist, Sie hat ja ein sehr besonderes Skelett. Äh, sie hat Gliedmaßen wie ein normales Wirbeltier. Hier sieht man auch die Halswirbelsäule kommt so raus, aber die Rückenwirbelsäule ist im Prinzip, bildet diesen Panzer aus. Und jetzt können Sie sich vorstellen, da unten ist ja noch diese Grundplatte. Wenn dann diese Schildkröte stirbt und die Knochen im Prinzip drin bleiben, in diesem Panzer muss man nur die Löcher verschließen und kann damit im Prinzip so ganz normal Rasseln. Und was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich so eine Schildkrötenrassel aus Nordamerika äh, von irgendeinem indianischen Volk, äh, wo hier so eine Halterung angebracht wurde. Man hat hier einfach mit einem Textil die Löcher verschlossen und kann dann im Prinzip mit den Schildkrötenknochen äh, diese Rasselbewegung erzeugen und hat dann im Prinzip schon eine einfache ähm, Gefäßrassel. Und das ist im Prinzip das Stichwort, äh, in das ich hier äh, einsteige in die Archäologie diese Gefäßrasseln im einfachsten Falle haben wir ein Gefäß, was die Natur uns bereits äh, vorgibt. Sehr sehr spannend finde ich dann, dass gerade im frühen Neolithikum hier in Mitteleuropa dann auch Rasseln in Form von Schildkröten auftauchen und da könnte genau diese Geschichte äh, dahinter stehen, dass man ursprünglich so eine Schildkrötenrassel hat äh, und die dann im Prinzip in Ton imitiert. Äh, hier zwei Beispiele aus der Ostslowakei die nun nachweislich hier drin solche Murmeln äh, mit ähm, eingefertigt äh, haben äh, und die tatsächlich als Rasseln ähm, gespielt werden konnten. Während man bei diesen Schildkrötenrasseln im Prinzip sieht, wo das herkommen könnte, ist das bei anderen Rasseln, die tatsächlich aus ähm, ja, Gefäßen ähm, hergeleitet werden können bzw. figural sind, nicht so eindeutig gibt hier weitere Beispiele, einmal so einer Fußschale. Wir kennen die zahlreich, so aus dem Spätneolithikum. Ähm, hier vor allen Dingen ähm, ja, so im nördlichen Karpatenbecken, sogenannte Fruchtschalen, äh, so eine obere Schale mit so einem großen Fuß. Und hier ist das Besondere äh, bei Lujetz hier, äh, Kreis Melnick in Mähren, dass der Fuß geschlossen ist und sich in diesem äh, geschlossenen Fuß hier verschiedene Murmeln finden, die man dann... Äh, Im Prinzip als Rassel auch benutzen kann. Ja, ein ganz interessanter Fall hier aus äh, Selesice. So müsste man es, glaube ich, aussprechen, wenn ich nicht vergessen habe, irgendwelche diakritischen Zeichen hier mit zu notieren. Äh, da nun sehen wir so eine Henkelschale, die äh, Füßchen aufweist. Und in jedem einzelnen dieser Füßchen ist so eine kleine Murmel. Äh, Viele von denen sind rekonstruiert worden, aber immerhin ein Bein mit Murmel ist erhalten, sodass man hier auch davon ausgehen kann, dass dieses Gefäß nicht nur sehr interessant aussieht mit seinen vier Füßchen, sondern auch im Prinzip durch dieses ähm, Schütteln ähm, hier zum Klingen gebracht werden konnte. Dann eine ganze Reihe weiterer Gegenstände. Also das ist im Prinzip ganz vielfältig. Hier mal so eine, ähm, ja, Kleinplastik. Äh, Im Prinzip so ein vasenförmiger Körper wie wir ihn so kennen, hier aus dem äh, Späten Neolithikum im Karpatenbecken mit so typischer meandrierender Ritzverzierung und dann hier so zum Morph ausgearbeitetes Köpfchen, zwei gegenständige Henkel äh, und auch dieses ähm, Gefäß ist geschlossen und enthält äh, Rasselmurmeln, die äh, dazu dienten, dass man dort Töne hervorbringt und hier unten äh, so eher unförmige Gegenstände, die zwar auch sehr schön ornamental verziert sind, äh, aber äh, vor allem dadurch auffallen. Dass sie eben auch Murmeln enthalten und hier zum Rasseln gebracht werden können. Etwas später, also diese Gegenstände, die Sie jetzt gesehen haben, die stammen so aus der Zeit um 5000 bzw. kurz vor 5000 vor Christus. Wir begeben uns jetzt hier in die Mitte des 5. Jahrtausends, also so knapp 1000 Jahre später, vielleicht 500 bis 1000 Jahre später, die südosteuropäische Kupferzeit. Das ist ja eine sehr besondere Epoche, in der wirklich viele Innovationen auftreten. Wir haben es zu tun mit spezialisierten Töpferöfen in dieser Zeit. Wir sehen komplexe Siedlungssysteme und ein Element in dieser zunehmenden Komplexität, die wir erkennen können, ist die Metallurgie. Zu diesem Zeitpunkt taucht erstmals in Südosteuropa. Kupfer auf und zwar Kupfer nicht in Form von irgendwelchen verarbeiteten Erzbrocken, die man einfach zugeschliffen hat zu irgendwelchen Schmucksteinchen, was wir ja schon lange kennen äh, aus dem äh, Neolithikum, sondern tatsächlich geschmolzenes ähm, Kupfer und auch Gold. Und in diesen komplexen Siedlungen, diese Tells, äh, die wir dort kennen aus Südosteuropa, finden sich immer wieder natürlich zahlreiche Gefäße sehr sehr aufwendig verziert, häufig mit Graphit bemalt äh, oder anderen Farben weiß und rot häufig äh, auch ritzfaziert, nun solche ähm, geschlossenen äh, figürlichen Gefäße. Sie sehen hier mal Beispiele von so zoomorphen Gefäßen zwei und dann hier mal äh, auch anthropomorphe, die sich auch dadurch auszeichnen, dass sie solche momeln enthalten, die im Prinzip sehr komplex hergestellt wurden. Also die müssen natürlich, wenn das Gefäß aufgetöpfert wird, äh, bereits eingebracht werden. Und Sie sehen es hier in dieser Rekonstruktion, dieser Schnittzeichnung, dann hier sich in diesem Körper befinden und dann im Prinzip zum Rascheln kommen können. Diese beiden Funde sind aus Pietrelle, ein Tell an der unteren Donau, der von der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts seit vielen Jahren erforscht wird. Sehr, sehr gründlich. Und hier interessanterweise geht der Grabungsleiter Sven Hansen auch davon aus, dass es sich um eine Schildkröte handelt, was natürlich eine interessante Brücke schlägt zu diesen älteren Funden, die ich Ihnen gezeigt hatte, äh, da aus dem nördlichen Karpatenbecken, äh, wo wir ja auch sehen, dass da im Prinzip diese Schildkrötenrasse im Vordergrund steht. Hier nun könnte man sich vorstellen, dass es sich um ein ornithomorphes, also sprich vogelförmiges ähm, Gefäß handelt äh, und in diesem Falle hier durch die Andeutung hier von diesen Armstummeln, aber dann auf jeden Fall auch ein Gesicht, äh, ganz klar äh, anthropomorphe äh, Darstellungen. Der Körper ist nun sehr, sehr bauchig geformt und da kann man sich auch vorstellen, dass da so eine Art Kürbis oder sowas im Vordergrund stand. Allerdings wissen wir ja, dass diese Kürbisse, die wir heutzutage hier haben und die auch gerne so zu Musikinstrumenten verarbeitet werden, alle aus der neuen Welt kommen. Aber vorstellbar wären natürlich auch andere organische Behälter, selbst wenn man es aus Holz schnitzen würde, nicht wäre das eine Möglichkeit. Hier im Falle ganz interessant, dass dieses Gewand angedeutet wird hier durch diese Ritzlinien. Ähm, gefüllten Streifen, äh, das ist relativ einheitlich hier und dann noch mal interessant hier bei dieser Figur, äh, sehen wir hier so Ösen in den Armen, konnte sozusagen auch aufgehangen werden, man kann sich vorstellen, dann kann man dann so äh, im Prinzip so eine hängende Rassel schwingen und bei diesem Stück hier ist es dann so, dass man die Murmeln hier direkt später einführen konnte in den Gefäßkörper über diese Armlöcher äh, und dann meinetwegen auch hier äh, durch eine Schnürung äh, das Ganze aufhängen konnte. Bemerkenswert an dieser Figur sind diese Ohrlöcher hier und das ist etwas, was wir sehr, sehr zahlreich kennen von mehreren hundert äh, figürlichen, ähm, ja im Prinzip so äh, kleinen, kleinplastik, also Figuren. Äh, und im Gräberfeld von Warna, das reichste Gräberfeld, was wir kennen aus dieser Zeit, äh, auch so zweite Hälfte fünftes Jahrtausend, äh, da begegnen uns dann halblebensgroße Figuren, die genau nun diese Ohrringe hier auch aufweisen und zudem auch noch Piercings äh, so in der ähm, Unterlippe. Interessant ist hier äh, der Fall, dass wir diese Figuren nicht aus Gräbern kennen, sondern fast ausschließlich aus Siedlungszusammenhängen. Also man kann sich vorstellen, das sind so Gegenstände, die sind noch nicht sehr zahlreich, aber immerhin so von jeder Siedlung gibt es so drei, vier Stück davon äh, nicht. Und das ist auch das, was man so erwarten würde an Musikinstrumenten, was sich dann aus solchen haltbaren äh, Materialien hier erhalten hat, sodass es auf uns gekommen ist. Äh, und es ist irgendwie vorstellbar, dass diese Gegenstände im normalen täglichen Gebrauch zum alltäglichen Musizieren äh, benutzt werden konnten. Und ist natürlich eine allbekannte äh, Tatsache, dass Kleinkinder. Beruhigt werden können, wenn man äh, rasselt. Also noch heute ist es ja so, äh, nicht bei den Babys, da hängt man dann so eine Schnur äh, mit solchen Rasseln irgendwie ran und da können die sich dann ewig lange beschäftigen und sind äh, im Prinzip ruhig gestellt. Eine weitere Möglichkeit wäre äh, Kinderspielzeug. Äh, auch das ist diskutiert worden, wobei man hier sagen muss, äh, dass natürlich diese Gegenstände äh, vergleichsweise äh, komplex gearbeitet sind, also eine hohe Kunstfertigkeit zeigen auch in der Verzierung und in der Art, wie sie angefertigt wurden, sodass sie eigentlich ja, eher so in diesem Bereich gehören, auch der aufwendig hergestellten Keramik, was dann doch so ein bisschen wegführt vom Kinderspielzeug. Aber warum nicht? Kinderspielzeug ist ja heutzutage auch mitunter sehr, sehr aufwendig gefertigt. Also man kann grob sagen, hier bei diesen Siedlungsfunden wissen wir im Prinzip nur, dass sie irgendwie zum normalen Siedlungsabfall gehören und hier irgendeine Rolle spielen im normalen Alltagsleben der... Leute. Etwas anders ist die Sache dann äh, später, äh, ungefähr 3000 Jahre später, hier in Mitteleuropa. Wir bewegen uns jetzt hier weiter in der Zeit voran und gehen ins erste Jahrtausend vor Christus, äh, in die ähm, Zeit der Odenfelderkulturen, am Ausgang der Bronzezeit und den Beginn der Eisenzeit. Da kennen wir nun zahlreiche Rasseln, vor allen Dingen in Form von solchen äh, Wasservögeln. Diese Gegenstände stammen aus verschiedenen Gegenden Europas. Die hier oben ist äh, vom Alpenkei in Zürich. Äh, ungefähr 1000 vor Christus steht hier. Äh, diese äh, Vögelchen hier sind aus Polen. Da äh, habe ich jetzt keine genaue Angabe gefunden, wo genau her. Und stammen aus der Zeit zwischen 700 und 400 vor Christus. Und dann hier am Ende der Lausitzer Kultur die sogenannte Billenlaufergruppe im Odergebiet im Osten Deutschlands, an der Grenze zu Polen. Die nun auch in diesen Zeithorizont gehören. Sie sehen jeweils äh, diese Wasservögel hier äh, sind da sehr, sehr prominent unter diesen Funden vertreten und hin und wieder auch solche kleinen äh, Bommelchen, die als Rasseln genutzt werden konnten. Diese Stücke ähneln den Funden aus Südosteuropa äh, dahingehend, dass sie auch gefertigt wurden wie Gefäße und man dann in irgendeinem Schritt beim Töpfern, wenn das Leder hart getrocknet ist, in zwei Hälften muss man dann diese Murmeln einbringen, klappt dann den Vogel zu, muss ihn irgendwie so zuarbeiten, dass er im Prinzip geschlossen ist und brennt dann diesen Gegenstand. Und idealerweise backen dann diese Murmeln nicht fest beim Brennvorgang, hier im Röntgenbild sehen Sie es, sondern bleiben dann im Prinzip lose in diesem Körper, sodass dann dieses Gerät hier gerasselt werden kann. Hier mal das ähm, große Spektrum äh, aus dem Landesmuseum Sachsen-Anhalt in Halle, äh, hier eine Zusammenstellung. Wir haben äh, vielfach diese Wasservögel, ich sagte es ja, dann aber auch so kissenförmige Gegenstände, die dann auch gerne mal äh, solche kleinen Löcher aufweisen. Äh, das könnte natürlich auch der Akustik dienen, dass da der Schall rauskommen kann von diesem äh, Gerasse. Es könnte aber auch noch den Grund haben, dass diese gegenstände beim brand einfach sie können sich vorstellen wenn das luftdicht ähm, hermetisch wäre dann dehnt sich die luft aus und die würden einfach platzen so dass man da einfach ein löchchen äh, lassen muss damit diese gegenstände wenn sie sich dann ausdehnen im ähm, ofen nicht platzen und dann und das ist hochinteressant tatsächlich miniaturformen von realen gefäßen die wir auch kennen aus dieser zeit hier so flaschenartige gegenstände krugartige kleine Tässchen und solche Schalen, die dann aber geschlossen sind und die auch solche äh, Momen enthalten. Hier mal eine Zusammenstellung von Frau Pomberger aus ihrer Arbeit. Äh, Sie sehen es hier oben dann diese gefäßförmigen ähm, Gegenstände, dann hier unten äh, welche, die so in ja, tatsächlich Rasselform mit so einem Stiel da sind und dann immer wieder diese Wasservögel, Enten äh, oder Gänse und. Äh, dann hier ähm, im Prinzip, das spiegelt so die ganzen äh, Kleinräume ab. Ähm, das eine wäre hier Madarowce-Kultur, äh, das ist so nördliches, äh, östliches Karpatenbecken. Slowenien sehen Sie hier und die Kalenderbergkultur als Ostgruppe der ähm, Haltstadtkultur. Und diese transdanubische inkrustierte Keramik, äh, auch hier am Ende der äh, Bronzezeit angesiedelt, äh, Transdanubien ist das westliche ähm, Ungarn. Ja, in der Systematik von Hornbostel und Sachs äh, wären das nun Schüttelidiophone und sie gehören dann in diese große Klasse hier 112.13 Gefäßrasseln. Die werden uns jetzt hier weiter begleiten. Ja, kommen wir jetzt mal hier auf die Nutzung zu sprechen. Da haben wir nun Hinweise. Wir finden diese Gefäßrasseln eigentlich nie in den Siedlungen, aber sie gehören regelmäßig zu den Grabausstattungen. Wir befinden uns hier am Ende der Bronze und am Beginn der frühen Eisenzeit in einem Zeithorizont, wo im Prinzip über ganz Europa äh, oder über große Strecken des nördlichen Mitteleuropa äh, ein ganz einheitlicher äh, Bestattungsbrauch herrscht. Und zwar ist es die Brandbestattungssitte. Der Tote wird äh, zunächst aufgebahrt. Da finden verschiedene Rituale statt. Dann wird ein Scheiterhaufen errichtet, in der Regel in der Nähe des Bestattungsplatzes. Wir kennen solche Plätze auch, sogenannte Ustrinen. Und der wird dann verbrannt. Und nach dem Brand werden seine Knochen sehr, sehr sorgfältig mit Wasser, vielleicht auch mit alkoholischen Getränken, abgelöscht. Und dann sammelt man sehr sorgfältig diese einzelnen kremierten Überreste des menschlichen Körpers ein und schichtet sie. In so eine Urne. Und im Falle der Lausitzer Kultur und ihrer Nachfolgegruppen, hier vor allen Dingen im Odergebiet, das sind so Beispiele hier aus Sachsen-Anhalt oder aus Sachsen, ja, da unten steht's, ist nun auffällig, dass auch diese Schichtung des Leichenbrandes in der Urne in anatomischer Reihenfolge erfolgt. Also der Tote wird kremiert und dann sammelt man im Prinzip von den Füßen die Knochen ein, nach oben gehend und schichtet sie so in die Urne. Oben befinden sich dann die Schädelplatten und dann wird das sehr sorgfältig verschlossen. Und dann finden hier verschiedene Rituale statt, an deren Ende ein riesiges, wirklich gewaltiges Gefäßensemble hier im Grab äh, deponiert wird. Dazu gehören insbesondere Gefäße. Man kann sich das vorstellen, dass da auch Trankspeisen. Äh, dabei sind äh, Getränke, Speisen, äh, aber es gibt auch verschiedene Schmuckgegenstände, die teilweise mit verbrannt wurden, äh, teilweise aber auch unverbrannt dann äh, hier mit dazukommen und die sich dann hier so im Grab äh, wiederfinden. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass am Ende dieses Rituals äh, nicht, nachdem das Grab schon äh, teilweise so geschlossen wurde, mit Erde überschüttet wurde, hier verschiedene andere äh, Handlungen stattfinden, die dann wiederum dazu führen, dass dort getrunken und gegessen wird am Grab und dass die Gefäße teilweise zerschlagen werden und dann so als Scherbenpackung im Grab ähm, drapiert werden. Sie können sich nun vorstellen, dass diese Rekonstruktion dieses Rituals sehr sehr aufwendig ist allein aufgrund der archäologischen Beobachtung und viele dieser Dinge entgehen uns natürlich und deswegen sind wir hoch dankbar natürlich immer für Analogien und es gibt hier Tatsächlich einen ähm, ethnografisch sehr aufschlussreichen Text von Josef Heckel, Totenrituale und Ahnenkult bei den Radwakoli in Gujarat, Westzentralindien. Und in diesem Aufsatz nun äh, beschreibt hier Herr Heckel sehr, sehr aufwendig eine solche Totenfeier. Und das ist äh, schon sehr aufschlussreich, weil es uns zeigt, dass im Prinzip dieser Abschied von den Toten. Viel gestaffelt äh, erfolgt und sich teilweise über mehrere Tage hinzieht. Und das erklärt auch, äh, warum dann diese Gefäße da sind und welche Funktion sie im Zusammenhang mit dem Totenritual spielen. Es handelt sich einerseits um Gefäße, die dem Toten tatsächlich mitgegeben werden auf seiner Reise ins Jenseits. Andererseits aber, und das ist natürlich noch viel wichtiger, helfen die der Bestattungsgemeinschaft, diesen Moment der Trauer zu überwinden und im Prinzip Abschied zu nehmen von dem Verstorbenen. Dabei finden dann verschiedene Rituale statt, Verwandte werden eingeladen, die werden dann nacheinander verköstigt und hinterlassen dann ihre, im Prinzip ja, ihr Geschirr im Grab. Und jetzt hochinteressant, kommen dann auch an verschiedenen Etappen dieser Verabschiedung des Toten nun verschiedene Gesangseinlagen dazu und tatsächlich, wie wir es hier auch erahnen können aufgrund dieser Rasseln spielen dann dort einfache Idiophone, also häufig sind das solche Rasseln äh, oder auch Trommeln eine ganz, ganz große Rolle. Und diese Musikinstrumente sind sehr einfach gefertigt, das ist bemerkenswert, und sie werden dann auch äh, zum Teil im Grab deponiert. Und so etwas kann man sich hier auch vorstellen, dieser Gesellschaften hier am Ende äh, des ersten Jahrtausends in Mitteleuropa, äh, denn wir haben strukturelle Gemeinsamkeiten, wir haben einerseits diese Leichenverbrennung, wir haben diese zahlreichen Beigaben im Grab und wir sehen diese einzelnen sehr einfach gearbeiteten Musikinstrumente, die hier wahrscheinlich eine Rolle spielen beim Totenritual und dann im Prinzip im Grab niedergelegt werden und dadurch für uns archäologisch sichtbar sind. Schauen wir weiter. In der gleichen Zeit gibt es natürlich auch schon Musikinstrumente aus Metall, aber die sind nun, was das Material anbelangt, natürlich sehr, sehr selten anzutreffen, denn Sie können sich vorstellen, Metall ist ein seltener Rohstoff, der auch rezykliert werden kann und sehr selten in den archäologischen Befund gelangt. Hier eine Ausnahme, eine sehr berühmte, aus dem irischen Nationalmuseum in Dublin. Sehr schön da in einer Vitrine ausgestellt hier der sogenannte Hort von Dauris. Der nun hier datiert, auch ins erste Jahrtausend, etwas früher als diese ähm, tönernen Rasseln, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Hier ist eine äh, Angabe, da 900 bis 600 vor Christus. Das ist nun ein sehr spannender Fund, weil hier nun in großer Zahl Waffen, aber vor allem auch Musik und Instrumente bei einem großen Ritual äh, deponiert wurden. Wir werden uns diesen Daureshort uns noch anschauen, wenn ich auf die Blechblasinstrumente zu sprechen komme. Sie äh, werden auch diese Hörner gespielt hören. Es gibt quergeblasene und ähm, längsgeblasene Hörner. Interessant ist jetzt aber hier, dass sich dort auch Schüttelidiophone finden und zwar Schellen äh, aus Metall. Wir sehen sie hier, insgesamt 44 von denen sind gefunden worden. Hier, Sie sehen auch, wie groß die sind im Vergleich zu diesen Hörnern. Hier steht eine Person, äh, da haben sie ungefähr eine Vorstellung. Hier erkennen Sie auch in dieser Umzeichnung einen Maßstab. Interessant ist nun diese Form, so spitz, eiförmig zulaufend. Und da waren die Archäologen hier schnell bei der Sache und haben hier gesagt: Ja, das könnten sich um solche sogenannte Crotales handeln, die man so aus dem Bereich der klassischen Antike kennt und die so etwas darstellen würden wie Stierhoden. Ja. Die Deutung ist natürlich anfechtbar. Und ähm, es gibt natürlich überhaupt keinen Beleg dafür, äh, dass hier tatsächlich Stierhoden gemeint sind, zumal die ja auch äh, unterschiedlich aussehen. Es gibt halt diese spitzkugeligen ähm, und dann aber auch solche eher rundlichen Formen, also die sind durchaus auch sehr unterschiedlich. Ähm, nicht. Aber man fühlt sich so ein bisschen erinnert an die Artemis von Ephesos, äh, die ja nur auch so eine Vielzahl von ähm, ja, solchen. Gegenstände so am Leib trägt, wo man so sagt, ist es eine Vervielfältigung von Brüsten, die irgendwie Fruchtbarkeit ausdrückt, oder sind es nicht auch in diesem Falle ähm, Stierhoden? Ich glaube, diese Idee äh, steht hier so ein bisschen dahinter. Interessant ist nun im Dauressort die große Zahl ähm, dieser Schellen, denn insgesamt wurden 44 ähm, von diesen Schellen äh, hier gefunden. Und zusammen mit diesen Hörnern kann man sich vorstellen, dass sie zu einem relativ großen Musikensemble gehören. Man muss sich das so vorstellen, nicht? Also ein Ritual, wo dann wirklich musiziert wird, ein großes Ensemble spielt auf und am Ende dieser musikalischen Aufführung wird dann in einem einzigen großen Akt dann im Prinzip dieser Hort eingesammelt und der Erde überantwortet. Also hochinteressant hier auch unter dem Aspekt der musikalischen Aufführungspraxis, weil wir hier den einmaligen Fall haben, dass wir mal so ein komplettes Instrumentarium haben, was hier der Erde übereignet wurde und dadurch auf uns gekommen ist. Etwa in der gleichen Zeit begegnen auch auf dem Kontinent zahlreiche Schellenfunde. Hier auch aus verschiedenen Urnengräbern, hier mal so eine historische Zeichnung, wo wir das sehen hier, Urnen gefüllt mit Knochen, also von verbrannten Toten und dazu hier einiges an Gerätschaften, vor allem Schmuckgegenstände, solche Arm- und Halsbänder, Dazu dann hier einzelne kleine Beilchen, viele, viele Perlen. Und interessant ist nun dieser Gegenstand hier oben, äh, eine äh, kleine Schelle aus Metall, wahrscheinlich äh, Bronze, in der dann hier sich so ein kleines Kügelchen befindet, sodass das dann auch äh, zum Klingen gebracht werden kann. Hier ein weiteres Beispiel aus ähm, Simaschak. Das klingt so, als wenn es so äh, entweder Südslowakei oder Ungarn äh, sein müsste. Also hier irgendwo im Karpatenbecken. Und das ist hier eine Geschichte, muss mal schauen, hier Lausanne, ja, also in der Schweiz im Prinzip, was hier auch so ein bisschen die große ähm, geografische Verbreitung äh, anzeigt. Diese Verbreitungskarte habe ich der Arbeit von äh, Pomberger entnommen. Die hat hier nun einen eigenen Aufsatz äh, geschrieben. Sie sehen es am Ende in der Literaturliste zu diesen Schellen in Europa. Und sie bringt es nun in Zusammenhang. Mit bildlichen Darstellungen auf Situlen. Situlen sind solche Eimer aus Bronze, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr, sehr reich bebildert wurden. Und jetzt schauen Sie hier in dieser Abbildung: da sehen wir nun in einem Fries auf so einer Situla ein Reitergespann. Äh, hier ein zweirädriger Wagen, der so von zwei Pferden gezogen wird. Und dann hier einmal und hier nochmal am Pferd dran sehen wir das, was wir in der letzten Stunde gesehen hatten. Mit diesen Tintinabulen und Klingblechen und dann hier tatsächlich so rundlich angedeutet ähm, solche Bommeln. Dran könnte es sein, dass es sich hier tatsächlich um diese Schellen handelt, die dann hier ähm, auch in den Gräbern gerne so paarig ähm, auftauchen. Die Kartierung von Pomberger äh, betrifft nun hier einen ausgewählten Bereich des östlichen äh, und südlichen Mitteleuropa, ungefähr hier von der Schweiz. Bis nach Zentralrumänien, Transsilvanien und hier von der Mährischen Pforte im Prinzip bis an die ähm, serbisch-ungarische Grenze. Tatsächlich ist es aber Teil eines viel, viel größeren äh, Bereiches, wo diese Glöckchen genau in diesem ersten Jahrtausend vor Christus verbreitet waren. Denn schauen Sie hier, das sind nun Dinge, die wir in der letzten Stunde schon kennengelernt hatten, so ein bisschen, als wir äh, dieses gütischen Glöckchen uns angeschaut haben. Neben den Glöckchen gibt es an diesen Standarten sehr, sehr häufig auch verschiedenste Arten von Schellen. Im einfachsten Falle sind es auch solche kleinen Kapseln, ähm, die dann hier so wie Mondkapseln aussehen, so offene ähm, kleine Standartenaufsätze hier mit so einer Tülle unten dran, oben ein Tierkopf. Und dann hier eben Raum bieten für seine Murmel. Bei den älteren Exemplaren hier aus dem 7. und 6. Jahrhundert vor Christus erkennt man das Tier noch relativ gut in seiner ganzen Gestalt. Also der ganze Steinbock oder der ganze Hirsch ist abgebildet. Und dann in den späteren Exemplaren hier, 5. 6. und 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert und hier dann aus der Spätzeit, 4. und 3. Jahrhundert, sehen wir, dass es zwar üppiger wird, was diese Kapseln anbelangt, an Verzierungsmustern, aber diese Tiere dann nur noch ähm, so anteilig gezeigt werden, also der Kopf, also charakteristische Teile des Tieres. Dann auch solche Fantasiewesen auftauchen hier wie Greifen äh, beispielsweise oder hier sehen wir das dann auch so Kombinationen von ähm, Tierkörpern, die dann so geflügelt sind. Ähm, hier auch so verschiedene Greifen. Äh, das Gemeinsame ist jeweils, dass die ähm, zum Klingen gebracht werden können. Diese Karte hier nun zeigt uns hier die Verbreitung dieser skytischen Gruppen. Das betrifft hier das 7. bis 3. Jahrhundert äh, vor Christus. Äh, ich hoffe, Sie können sich orientieren. Das ist das Schwarze Meer, hier das Asowsche Meer, hier die Krim, der Kaukasus, äh, hier ist die Donaumündung und dann hier, äh, lokalisiert nördlich des Schwarzen Meeres, verschiedene Gruppen, ähm, die nun hier mit den historisch überlieferten Skythen in Zusammenhang gebracht werden. Das Ganze ist wiederum nur ein Ausschnitt natürlich von einem riesigen Areal, was im Prinzip bis an die chinesische Grenze reicht. Und aus all diesen Gebieten verfügen wir über diese kleinen ähm, Glöckchen und ähm, Schellen, die regelmäßig nun äh, zu diesen Reiternomadischen ähm, Ausstattungen gehören. Das ist ähm, bemerkenswert insofern, ähm, als hier immer dieses klingende Element mit in den Gräbern drin ist. Offenbar war das... Ähm, diesen äh, Hinterbliebenen sehr, sehr wichtig, die Leute hier in ihrem vollen Ornat äh, zu bestatten. Und interessanterweise gehören da eben Klanggeräte mit dazu. Wir werden in einer der nächsten Stunden auch sehen. Es gibt tatsächlich auch äh, Musikinstrumente aus dem Alteigebiet, aus dem Dauerfrostboden, äh, die nun hier aus organischen Materialien äh, uns überliefert wurden. In, insofern ist das nur die Spitze des Eisberges. Ja, Diese Skütengräber äh, sind in der Regel fast immer mit Musikinstrumenten ausgestattet und dadurch eine. Exzellente Fundgattung hier für die Musikarchäologie. Ja, schlagen wir jetzt ein neues Kapitel auf und kommen hier abschließend zu den interessantesten unter den Idiophonen, nämlich den sogenannten Zupfidiophonen. Idiophone, hatten wir gesagt, sind Körper, die von sich selbst aus klingen, indem wir sie direkt anschlagen, indem wir zwei davon gegeneinander schlagen oder mit Murmeln versehen. Äh, oder irgendwelche Glöckchen so äh, irgendwie zum Klingen bringen können. Und kommen wir nun zu einer anderen Gruppe von Idiophone, die man im Prinzip durch Reiben äh, oder durch Zupfen anschlagen kann. Sie kennen das, äh, viele von Ihnen so aus der Schule nicht, wenn Sie so ein Lineal haben und es nun hier äh, an den Tisch legen. Nicht? da können Sie hier im Prinzip so. verschiedene äh, Töne erzeugen. Und äh, das ist im Prinzip das ähm, physikalische Prinzip, was dahinter steht. Sie haben einen festen Körper, ähm, den Sie irgendwie anzupfen und der durch diese Schwingung dann irgendwie ähm, Geräusche erzeugt. Und Sie haben es jetzt gesehen, durch das Vor- und Zurückziehen kann ich die Töne jeweils tiefer machen oder höher, indem ich im Prinzip diese ähm, Lamelle verkürze oder äh, verlängere. Das Ganze mechanisch eingesetzt hier in verschiedene äh, komplexe Instrumente äh, kennen wir dann hier aus verschiedenen Gegenden Europas als Ratschen. Äh, da gibt es nun die verschiedensten Formen. Äh, einmal diese, die man so äh, hin und her dreht, dann aber auch solche großen äh, Geräte hier, die, die sehr, sehr laut sein können. Äh, jeweils hier so eine Zahnwalze, äh, die dann diese einzelnen Lamellen hier äh, zum Klingen bringt. Und hier sehen wir dann so, ja, einfache Vorläufer davon, diese Klopfbretter. Ähm, Einfache Schlagidiophone oder Gegenschlagidiophone, die zwei Löffel hatten wir, klingende Münzen und auch hier mal so eine Nussklappe aus der Schweiz. Das sind im Prinzip so ähm, ja, einfache Formen von diesen ähm, ja, sogenannten äh, zupfidiophonen. Wenn wir uns das nun anschauen, hier auch aus einem dieser wunderbaren bebilderten Musiklexika, äh, kann man natürlich jetzt auch verschiedene Lamellen hier in Reihe schalten äh, und hat dann so verschiedene. Tonhöhen, also immer unterschiedliche Längen und im einfachsten Falle dann, wenn wir nur eine Lamelle haben, äh, haben wir dann unsere äh, Maultrommel. Aber das Ganze kann auch noch komplexer äh, werden und letztlich ähm, sind diese Lamellophone äh, ganz, ganz wichtig auch in unserer heutigen Musizierpraxis und sie so begegnen uns im Alltag äh, eigentlich immer wieder, nur dass im Prinzip der Klangkörper in irgendeinem Containment verborgen ist und wir den gar nicht mehr erkennen können. Denn von diesen afrikanischen ähm, Lamellophonen unmittelbar abgeleitet oder mit ihnen verwandt, äh, sind solche kleinen Spieluhren. Ich habe Ihnen hier mal eine mitgebracht. und ich, kann man jetzt mal hier anspielen. Ja, im Prinzip ein äh, genauso Lamellophon, wie wir sie jetzt gesehen haben bei diesen einfachen Exemplaren. Nur hier im Prinzip, ähm, hier sehen wir es, ähm, diese äh, einzelnen Lamellen, die dann hier angerissen werden durch kleine Metallstifte, die auf dieser Walze aufgebracht sind und durch dieses Drehen dann diese kleinen äh, Lamellen anzupfen. Ja und schauen wir jetzt, äh, uns jetzt mal diese äh, Vorläufer im Prinzip von unseren Spieluhren an. Äh, beginnen wir hier mit den Lamellophonen, äh, die vor allen Dingen hier in Afrika verbreitet sind und dort verschiedene traditionelle äh, Namen haben. Interessanterweise finden sich diese äh, Zupfidiophone, also wenn wir jetzt in der Systematik von Horn, Bostel und Sachs uns vorarbeiten, also wäre dann 12 Zupfidiophone, 122 2 in Brett- oder Kammform, 122.1. Mit aufgeschnürten Zungen und dann könnte man jeweils sagen, äh, Untergruppe 11 wäre dann ohne Resonator und die 12 mit äh, Resonator. Und interessant ist nun die geografische Verbreitung. Hier eine wichtige Arbeit, ähm, Tracy The Original African Mbira, äh, veröffentlicht hier in der Zeitschrift African Music äh, von 1972. Ein hochlesenswerter Aufsatz, äh, wo wir nun sehen, hier, das ist die ostküste des südlichen afrika. wir erkennen hier mosambik. Ähm, und dann hier malawi. Ähm, äh, sambia ist hier noch mit drauf. und da sehen wir nun hier eine relativ große geografische region, äh, wo nun hier so verschiedene zonen ähm, eingezeichnet sind. und wenn wir jetzt noch mal hier ins detail gucken auf diese folie, äh, sehen wir nun hier, dass die vor allen dingen von ihren namen her irgendwie voneinander abgeleitet werden können. Also auch sprachwissenschaftlich äh, haben sich die Leute hier damit beschäftigt. Also man erkennt hier eine Kalimba, von der dann eine Karimba abgeleitet ist, Jari und dann hier verschiedene andere Formen. Und das sind auch die üblichen Namen, die wir dafür kennen. Also es ist entweder Karimba oder Kalimba. Und dann hier sehen wir es dann, äh, Mbira, ja, in diesem Zweig hier. Das sind nun traditionelle Namen äh, für diese. Äh, afrikanischen Lamellophone. Diese Lamellophone spielen eine sehr, sehr große Rolle auch ähm, für die nationale Identität. In Simbabwe ist es äh, das nationale Instrument, spielt auch eine große Rolle in der örtlichen Folklore äh, und wird auch entsprechend inszeniert. Äh, in sehr, sehr hochwertigen Materialien werden diese Gegenstände heutzutage gefertigt. Ähm, und deswegen stellt sich die Frage, wie alt ist eigentlich diese Tradition? Ja? weil wenn man sich diese Gegenstände mal so anschaut, die heutzutage so im Gebrauch sind, da sind diese Lamellen häufig aus Metall, also würde man vermuten, vielleicht kommt das erst durch die äh, Kolonialherren durch die europäischen und ist irgendwie so eine primitive Ableitung von einer Spieluhr ähm, und deswegen äh, lohnt es sich dieser Frage mal auf den Grund zu gehen. Interessant sind dann hier diese zwei äh, Fallbeispiele. Das eine hier aus einem dieser Sammelwerke, die sich mit traditioneller afrikanischer Musik beschäftigen. Und da sehen wir nun hier eine Darstellung von so einem offensichtlich als Afrikaner hier physiognomisch und auch von der Hautfarbe charakterisierten Menschen, der dann hier ein Musikinstrument spielt, was hier bezeichnet ist als Marimba de Gaffri. Und da sehen wir dann tatsächlich, das ist schon so ein Daumenklavier. Und interessant ist nun diese Darstellung, also offenbar ein italienischer Reisender, Bonani. 1722. Ja, also wenn dieses Instrument über die europäischen Kolonisten ähm, nach Afrika gekommen sein sollte, dann müsste das zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt erfolgt sein, denn bereits 1722 haben wir hier so ein sehr komplexes ähm, Lamellophon in bildlicher Darstellung dann diese frage aus, ob diese lamellen immer aus metall sein müssen kann auch ganz klar beantwortet werden bei diesen traditionellen stücken die jetzt hier im kunsthandel im internet überall aufploppen haben wir sehr sehr viele stücke die gar nicht aus metall sind sondern das sind hier so bananenstauden zusammengeschnürt hier unten und diese lamellen sind dann aus pflanzenfasern auch von irgendeiner baumart die so tatsächlich solche stabilen lamellen hervorbringt und die uns zeigt dass im Prinzip dieses Instrument auch vollständig ohne Metall ähm, gefertigt werden kann. Spannend ist nun: Es gibt eine eigene äh, größere Arbeit hier über, das, ähm, äh, über diese Lamellophone, diese afrikanischen, dass die auch eine eigene Notation haben. Sie sehen es hier äh, verschiedene Beispiele davon hier Basic Kalimba Core. Äh, da ist es nun so aufgezeichnet. Da hat man jetzt tatsächlich diese Abfolge von diesen Tönen, die jeweils eine, eine Lamelle hier darstellen. Und dann ähm, sehen wir das hier, das sind nicht unsere fünf Notenlinien, sondern ein anderes System, äh, mit dem man das hier aufzeichnen kann. Und man kann da äh, tatsächlich dann solche äh, Musik hier äh, notieren. Interessant nun hier eine Kalimba oder Sansa, äh, so heißt dieses. Instrumenten. Und hier mit einem Klangkörper. Und dieser Klangkörper ist dann in anthropomorpher äh, Gestalt. Also das Ganze ist 32 cm hoch, steht hier unten. Äh, und auch hier sind die Lamellen aus pflanzlichem Material und nicht aus Metall. Und am anderen Ende, äh, wenn wir jetzt in die Moderne schauen, also ich weiß nicht, wie alt jetzt dieser Gegenstand ist. Er ist auf jeden Fall hier auch ähm, ethnografisch überliefert, aber stammt aus einer älteren Sammlung. Äh, Wären dann diese Gegenstände hier, das ist nur ein bisschen pixelig äh, durch den Scan, aber das ist nun äh, etwas, was uns in diesem Bereich äh, führt, der pragmatischen Umsetzung von Musikinstrumenten. Denn das ist eine alte Konservendose, äh, die man hier sekundär genutzt hat, indem man dann eine Holzplatte aufgebracht hat und dann hier solche Metallstreben äh, und dann so ein Daumenklavier äh, erzeugt hat und im Prinzip diese alte Konservendose äh, hier als Klangkörper äh, benutzt also auch hier ähm, ein interessanter fall von der sekundären nutzung von irgendwelchen alltagsgegenständen, um daraus dann äh, musikinstrumente zu fertigen. so viel dazu. kommen wir nun zu einem weiteren und im falle ist es der letzte fall von zupfidophonen, äh, die sehr, sehr spannend sind und für die archäologie sehr ergiebig. das sind die maultrommeln. Die Maultrommel ist ja im Prinzip ein Gerät, was theoretisch sehr, sehr alt sein könnte. Äh, nicht, man kann das auch aus einfachen pflanzlichen oder ähm, tierischen äh, Resten fertigen, Knochen. Äh, theoretisch ginge ja auch Mammutelfenbein, äh, solange das noch hinreichend elastisch ist, dass es irgendwie schwingt. Ähm, in der Systematik von Hornbastel und Sachs spielen diese Instrumente eine große Rolle. Weil es im Prinzip so ein Grenzfall ist, ja, man nimmt es in den Mund, man kann da auch drüber singen, nicht. aber ausschlaggebend ist nun hier, dass die angezupft werden und im Prinzip physikalischer Klang auf eine Art erzeugt wird wie bei diesen normalen Lamellophonen. Insofern in der Systematik zwölf Zupfidiophone, häufig auch in Rahmenform, deswegen 1, 2, 1 und die große Untergruppe 2 sind nun hier die Maultrommeln. Wir sehen in den ersten Fall... Die sogenannten Idioglotten-Maultrommeln. Idioglot heißt mit einer äh, Zunge. Und das ist genau der Fall, den wir hier sehen. Es ist sozusagen eine Lamelle aus Knochen, aus der dann ein Streifen rausgeschnitten wird. Der ist in der Regel äh, etwas kleiner oder genauso lang wie der Rahmen. Äh, und diese eine Zunge kommt hier äh, zum Schwingen, also Idioglotte-Maultrommel. Wir wissen nicht, wie alt diese Gegenstände sind, denn Sie können sich vorstellen, im archäologischen äh, Kontext brauchen wir schon sehr, sehr spezielle Bedingungen, damit sich so etwas mal ähm, erhält. Es gibt immer wieder so spektakuläre Nachrichten. Leider habe ich keine reale äh, wissenschaftliche Veröffentlichung gefunden, sondern nur diesen einen Artikel hier aus der Siberian Times, der nun hier aus dem Jahre äh, 2017, meine ich, war es, äh, uns hier ein, äh, nee, 2016 sogar schon, Januar, nee, 18, ich kann es sehr schwer erkennen, also, 9. Januar 2018 ist dieser Zeitungsausschnitt uns hier eine, so eine Lamelle zeigt und die ist hochinteressant, weil das ist ein Instrument, was so aussieht äh, wie dasjenige, was diese Hirtennomaden bis heute äh, spielen. Und das wird nun datiert über C14-Daten äh, auf einem Zeithorizont, ich muss es hier vorlesen, 1580 bis 1740 vor äh, heute. Also BP, im Prinzip sind wir da im 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Und tatsächlich in einem kulturellen Milieu, was man hier mit den Sarmaten, also einem reiternomadischen Volk, was bis ins Karpatenbecken vorgedrungen ist in dieser äh, späten Antike, äh, verbindet. Wir sehen jetzt hier verschiedene Fertigungsstufen von diesen äh, einfachen Maultrommeln, von diesen fertigen Exemplaren bis zu diesen Streifen, die häufig aus Rentier- oder Rinderrippen äh, geschnitten wurden und dann im Prinzip äh, durch ja, Sägen äh, oder Schneiden mit einem Messer. Kann man dann hier einfach diese Lamellen ähm, herauslösen? Ist jetzt natürlich auch schwer zu argumentieren, äh, warum jetzt das unbedingt eine Maultrommel sein muss. Äh, ausschlaggebend ist hier die Parallele zu diesen ethnografischen ähm, Musikinstrumenten, die heute noch in der gleichen Gegend äh, von diesen Naturvölkern äh, genutzt werden. Gut, also hier haben wir jetzt diese Maultrommel und die heißt nun heteroglotte Maultrommel, weil sie im Gegensatz zu diesen idioglotten Maultrommeln äh, einen Rahmen hat, der aus einem vierkantigen Draht gefertigt ist. Und davon jetzt nochmal separat gefertigt, und das ist das ausschlaggebende Kriterium, haben wir diese Lamelle, die dann hier äh, schwingt und die ist extra hier an dieser Stelle ähm, mit dem... Rahmen verbunden worden. Also, das ist eben der Unterschied zwischen den ähm, Idioglotten äh, und den Heteroglotten-Maultrommeln. Und deswegen, jetzt können wir wieder auf die Folie gehen, äh, wäre das dann hier in der Systematik von Hornbostel und Sachs ähm, 1,2,1,2 Maultrommeln und dann die 2,2 hinten sind die Heteroglotten-Maultrommeln. Und das Kriterium ist dann, die Zunge ist separat gefertigt und ragt über den Rahmen hinaus. Diese Instrumente kennen wir jetzt natürlich äh, aus einem riesigen Areal, die sind quasi weltweit verbreitet, äh, spätestens durch die europäische Kolonisation dann auch natürlich nach Amerika und Australien gekommen. Die Frage ist, wie alt sind sie in Australien? Äh, nicht in Australien, sondern in Eurasien. Ähm, und da gibt es ganz widersprüchliche. Äh, Angaben und kaum wissenschaftlich belegtes. Ähm, es gibt immer wieder mal Einträge in den einschlägigen Foren im Internet, äh, wo man nun erkennen kann, äh, ja, diese kommen nun aus der Antike äh, und äh, da werden immer wieder irgendwelche Funde genannt. Der erste, der so halbwegs äh, belegt ist durch zumindest bildliche Darstellungen, ist nun dieser Fall hier, eine, ein Altfund äh, bereits aus dem Jahre. 1868 bei Rouen in der Bretagne. Dort wurden insgesamt fünf äh, solcher Maultrommeln gefunden. Und die, das, ist das Besondere, soll nun äh, sehr, sehr alt sein. Und angegeben wird hier, dass sie aus dem 5. bis 7. Jahrhundert äh, nach der Zeitenwende kommen, äh, im Prinzip hier aus der Völkerwanderungszeit ja. und dass die dann so eine Art ja, sowas Gallorömisches äh, oder frühvölkerwanderungszeitliches wären. Letztlich ist diese Datierung überhaupt nicht belegt, denn außer den Instrumentenfunden, von denen ich hier nur zwei äh, im Übrigen in bildlichen Darstellungen gefunden habe, gibt es nichts. Äh, und auch die Art der Fertigung, wie wir werden das gleich sehen mit den jüngeren Exemplaren hier aus dem Spätmittelalter bis frühe Neuzeit, äh, unterscheiden die sich im Prinzip in ihrer Bauart nicht. Schauen wir da mal rein. Wichtig ist, äh, bei der Beschäftigung mit den Maultrommeln äh, zunächst mal eine Arbeit von auch ähm, Hans äh, nee, Kurt Sachs äh, Entschuldigung, Kurt Sachs also unserem äh, Sachs, der von Hornbostel und Sachs, der nun hier äh, äh, bereits im Jahre 1917 äh, schrieb über äh, Maultrommeln hat er einen großen Aufsatz äh, vorgelegt in der Zeitschrift für Ethnologie und der sagt nun, äh, ich gucke mal eben hier, ob ich das genaue Zitat habe, ansonsten sehen Sie es auf der Literaturliste. Ja, hier haben wir es, die Maultrommel, eine typologische Vorstudie in Zeitschrift für Ethnologie, 49. Jahrgang, 1917. Und der sagt nun äh, hier, die Maultrommeln kommen ursprünglich aus Südostasien und Polynesien und sind dann im 13. Jahrhundert über Asien äh, nach Europa gekommen. Und weil er sich so früh damit beschäftigt hat, spielen die so eine prominente Rolle in der Systematik von Hornbostel und Sachs und sind seitdem auch Gegenstand sehr, sehr intensiver Beschäftigung gewesen. Können sich vorstellen, diese einfachen Gegenstände, wenn die so in den Hausabfall geraten, so beispielsweise in irgendwelche Kloaken oder mit dem Hausabfall irgendwie entsorgt werden, die sind ja aus Eisen gefertigt worden, in aller Regel, nicht aus hochwertigen Metallen. Äh, verrotten die schnell und ähm, ist es ist dann sehr, sehr schwierig, äh, dieses Instrument überhaupt nochmal zu identifizieren. Dennoch hat sich hier äh, ein norwegischer Musikarchäologe äh, damit beschäftigt und hat hier eine große Monographie vorgelegt. Äh, The Jew's Harp in European Archaeology, German Kolvait heißt er, ja, äh, das hier ist in der äh, British Archaeological Reports International Series, Band 1500 von 2006. Da haben wir das nun zusammengestellt. Juice Harp äh, auf Englisch, interessanter Name, nicht? Es ist keine Harfe. Äh, ja, also vielleicht so vom Körper her erinnert es ein bisschen daran, aber es ist ja eben kein Chordophon, ähm, also kein Seiteninstrument, sondern tatsächlich ein gezupftes Idiophon. Und dass es mit den Juden in Zusammenhang gebracht wird, ja, also dieser Name Juice Harp ist irgendwie sehr, sehr sprechend. Ähm, Kolweit hat nun hier eine große Zusammenstellung gemacht, und wir sehen das hier aus einem riesigen Areal, Westeuropa, Nordeuropa, äh, über ganz Mitteleuropa, hier ausgehend von äh, Russland, über Finnland, Skandinavien äh, bis hier an die Pyrenäen heran, ähm, hat er nun hier verschiedene äh, Maultrommeln äh, aus archäologischen äh, Fundzusammenhängen zusammengetragen. Und er hat ganz gründlich hier äh, in Archäologenmanier die Dinge typologisiert und in eine Zeitskala gebracht. Und wir sehen es hier, es fängt an bei ihm äh, um 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 bis 1900 geht das hier hoch. Ähm, hier sehen wir einige Exemplare aus dem archäologischen Befund. Äh, wir sehen auch ganz klar, dass es sich um heteroglotte Maultrommeln handelt weil hier der Rahmen klar erkennbar ist und das dann hier äh, so aufgenietet oder äh, irgendwie festgeschweißt oder so äh, diese Lamelle anzusetzen ist, hier in allen Fällen. Äh, es gibt dann so eine typologische Entwicklung hier von solchen einfachen, äh, zangenförmigen Formen äh, hin zu diesen omega-förmigen, äh, groß ausschwingenden. Äh, interessant hier nach Fundplätzen benannt, hier Kransen äh, wäre so der älteste Typ. Äh, und Horsens. Äh, weiß nicht genau, wo diese Fundplätze liegen, aber Greifswald, so viel habe ich gesehen, äh, ist dann hier unser Greifswald tatsächlich äh, am Strelasund äh, im Norden Ostdeutschlands. Äh, und dann sehen Sie hier, äh, im Prinzip haben die so eine Laufzeit, ja, die werden dann irgendwie gefertigt, äh, eine Weile genutzt äh, und dann im Prinzip erlischt auch diese ähm, Maultrommelwerkstatt äh, und andere treten an deren Stelle. Und so lässt sich das Ganze hier in eine wunderbare, nicht nur typologische, sondern tatsächlich auch chronologisch relevante Abfolge bringen. Noch spannender ist dann, dass diese Gegenstände häufig signiert wurden von ihren Handwerkermeistern. Auch da sehr verdienstvoll hier in der Arbeit von Kollweit sehen wir das nun. Verschiedene Punzen, die uns hier die Produktionsstätten zeigen. Da haben wir hier einmal... Werkstätten im Rheinland, vor allen Köln ist hier äh, genannt, dann aber auch hier verschiedene Werkstätten in den Niederlanden, äh, dann hier nochmal äh, Slowakia, also geht es hier rein bis äh, rüber hier, dann dort recht äh, wieder so im unteren Rheingebiet und dann hier rüber äh, bis im Prinzip nach äh, Skandinavien. Wir sehen es. Manchmal sind es so Buchstabkürzel, die dann wahrscheinlich für den Handwerksmeister stehen. Häufig sind es aber auch einfache Zeichen, wie wir sie so aus der Steinmetzkunst kennen, so ein Krönchen hier und dann auch verschiedene Fantasiewesen oder Fischgeräten. Darin äußert sich meines Erachtens auch so ein bisschen natürlich der Stolz des Handwerkers, dass diese Wiedererkennbarkeit gegeben ist. Ja, dieses Gerät kommt aus meiner Werkstatt. Es kann natürlich auch so eine Art Garantiemarke sein, dass wenn dieses Stück kaputt geht, dass man dann wieder zu dem Meister hingeht und sich das Ding reparieren lässt. In jedem Fall ist es ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, was uns als Archäologen hilft, hier Distributionsgeräte, Gebiete auch von diesen Musikinstrumenten zu greifen. Und das wäre hier tatsächlich der älteste Fall, der mir so bekannt ist, wo wir mal so im Prinzip des Absatzgebietes... Das Absatzgebiet eines Instrumentenmachers äh, greifen können. Ja, und äh, die Maultrommel, so unscheinbar wie sie ist, äh, spielt aber doch eine große Rolle, vor allen Dingen auch in den bildlichen Darstellungen, was mich selber ein bisschen überrascht hat. Wir kennen die Maultrommel hier äh, von einem Fall als heraldisches äh, Symbol. Hier taucht sie auf in einem Wappen von einem äh, Schweizer Fürsten, da sogar sehr prominent hier. Äh, Mitten im Schild, das ist hier Johannes Trümpi, der sich auch mit Namen verewigt hat auf seinem Siegel, nicht. Also da direkt die Zuordnung zu einer Person. Das ist interessant. Ansonsten würde man vermuten, dass es so ein einfaches Gerät ist, was so in den Bereich der Narren gehört, so einfache, primitive, sagen wir mal so, Volksinstrumente, Und das sehen wir hier auch in dieser einen Darstellung. Hier diese zwei maskierten Herren, von denen einer so eine Maultrommel im äh, Mund hält. Aber, und das ist das Spannende, genau am anderen Ende der Sozialhierarchie, ja, also nicht nur Adlige, sondern dann auch hier im religiösen Bereich, die Engel spielen dann nicht nur auf solchen ähm, einfachen Geigen, sondern hier äh, in der Kirche von Exeter äh, um 1350 äh, bereits ein Engel, der auf einem äh, Maultrömmelchen spielt, und dieser sphärische Klang, ja. Dass man den nun auch hier mit den Engeln verbindet, ist doch sehr bemerkenswert und führt uns so ein bisschen aus diesen Niederungen äh, nicht der ja, Alltagsmusik äh, heraus, äh, hier hinein auch ins Religiöse. Und das ist ja auch gut vorstellbar bei diesen sphärischen Klängen. Ja, meine Damen und Herren, damit wäre ich für die heutige Stunde am Ende und das ist auch der Abschli äh, Abschluss gewesen zu den äh, Idiophonen. Ab der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den äh, Membranophonen, also auch ein hochkomplexes. Äh, Thema. Wie immer möchte ich mich bedanken bei Klaus Klein und Christoph Regli und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind bei der nächsten Vorlesung.